Namaste, meine Lieben, hier ist euer Atma. Meine körperliche Gesundheit baut in den letzten Wochen und Monaten immer mehr ab und ich habe mich aus diesem Grund auf unter anderem auf Schwermetalle untersuchen lassen und das Ergebnis war, dass ich eine schwere Aluminium- und Quecksilbervergiftung habe und dazu eine mittelschwere Bleivergiftung und das ist an einer Wundergrenze, dass ich überhaupt bei diesen Werten noch so aktiv sein kann. Und das Problem ist, dass ich seit Monaten einen Dauerschleier im Kopf habe, starke Schwindelgefühle. Manchmal werde ich wie ein Betrunkener durch die Gegend torkeln und auch bereits seit über 15 Jahren schon mit chronischer Erschöpfung und Müdigkeit zu tun habe, mit Schlafproblemen. Immer wieder kommen zum Teil lebensgefährliche Infektionen hinzu und andere Symptome, die besonders durch Aluminium und Quecksilber verursacht werden. Und dadurch, dass ich täglich die Elemente in mir balanciere, war ich bisher in der Lage gewesen, mein System immer wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und trotz verschiedener Entgiftungskuren, täglicher Einläufe und so weiter, ist es mir aber nicht gelungen, die Gifte aus meinem System rauszubringen, besonders aus dem Gehirn rauszubringen. Und das Problem ist, dass die Stoffe, die die Schwermetalle mobilisieren, damit sie ausgeleitet werden können, dass diese Stoffe nicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Und der einzige Weg, um in meinem Fall diese Stoffe aus meinem Gehirn rauszukriegen, ist eine sogenannte Inosphärese, wird auch Aphorese genannt. Und das ist eine Blutwäsche, ähnlich wie eine Dialyse. Und dabei bekommt man zwei Stahlnadeln in die Arme gesetzt und dann wird für 2 bis 2,5 Stunden eben das Blut komplett von allen Schwermetallen und Schadstoffen gereinigt. Und es sind insgesamt 2 Blutwäschen notwendig. Und Problem ist, die erste kostet 2.900 Euro und die zweite 2.500 Euro. Und da wir die finanziellen Mittel zurzeit nicht aufbringen können, haben wir uns entschieden, sie als Bedarfe auf die Spendenseite der Weltfriedensmeditation zu setzen. Und sobald der erste Bedarf erfüllt ist, kann dann die erste Wäsche vorgenommen werden. Und aufgrund meiner gesundheitlichen Verfassung und auch der Schwere der Vergiftung, auch wenn man mir das nicht ansieht, so der Behandler sagte zu mir, er hätte noch nie ein so schlechtes Ergebnis gesehen und gleichzeitig einen Menschen, der dabei in so einer guten Verfassung ist und das sei für ihn schon ein Wunder. Und das Wunder sind einfach die täglichen Meditationen, die ich durchführe, über die es mir eben halt möglich ist, die Auswirkungen dieser Gifte auch immer wieder zu neutralisieren. Aber trotzdem, die Gifte müssen aus dem Körper raus. Und ja, die zweite Blutwäsche sollte dann optimalerweise 2 Tage nach der ersten erfolgen, einfach um die besten Ergebnisse zu erzielen. Und so danken wir euch für eure Unterstützung, weil euer Atem hat noch einiges vor hier. Und ganz besonders wichtig ist es, dass die Weltfriedensmeditation weiterläuft, besonders in diesen Zeiten. Wir möchten noch sehr viel an Wissen rausgeben. Und natürlich bin ich bereit, meinen physischen Körper loszulassen. Gleichfalls werde ich aber alles unternehmen, um hier noch eine Weile bleiben zu können. Denn ein wichtiger Teil unserer Aufgabe von Samara und von mir ist es eben, ein Gegengewicht zu setzen zu den hohen negativen Energien, die hier auf diesem Planeten wirken und die, glaube ich, auch die meisten spürbar mitbekommen. Und es hat sicherlich auch einen guten Grund, dass wir eben noch so spät auch Vater und Mutter geworden sind. So, wenn du einen Impuls verspürst, diese beiden Blutwäschen zu unterstützen, dann freuen wir uns sehr über eine Spende. Und wir wissen, dass viele von euch bereits am Limit sind. So, bitte kümmert euch zuerst um euch selbst. Und wer dann etwas übrig hat, freuen wir uns über die Unterstützung. Denn wir möchten, wie gesagt, gemeinsam mit euch noch vieles hier bewirken. Und solange wir hier sind, werden wir alles tun, um die Lebensbedingungen für Mensch und Natur zu verbessern. Denn das ist unser Dharma, weswegen wir hier inkarniert sind. Ja, unter diesem Video findest du einen Link, der dich direkt zu dem Bedarf der Blutwäsche führt. Wir sagen von Herzen Dank, God bless you, euer Atma, Samara und natürlich unser Sohn.